Ja. Ich habe gerade so den Impuls, mal nochmal live zu gehen, um einen kleinen Reminder an dein Mindset zu schicken. Wir haben ja diese Woche schon des Öfteren darüber gesprochen, dass es Sinn macht oder dass es ja auch so ist, dass wir uns mit unseren Gedanken unsere Lebenswirklichkeit erschaffen. Und dass wir im Grunde genommen jeden Morgen auf ein neues, einen neuen Tag geschenkt bekommen. Hallo, liebe Sabine, der wie ein unbeschriebenes Blatt vor uns liegt, den wir selbst gestalten können. Und wo wir auch die Bestellung beim Universum abgeben können, wie soll der Tag heute sein? Wie soll der Tag heute für mich sein? Also manifestieren können. Nenn es wie auch immer du das möchtest. Und jetzt mal, welche Bestellung hast du heute Morgen ans Universum abgegeben? Wie soll dein Tag heute sein? Wie darf dein Tag heute sein? Was darf dieses großartige Universum dir heute liefern? Was darf heute sichtbar werden in deinem Leben? Vielleicht sind es neue Impulse für mehr Gesundheit. Vielleicht ist es überhaupt Gesundheit. Vielleicht ist es die Idee zu deinem Seelenplan. Vielleicht ist es mehr Klarheit. Vielleicht ist es einfach nur ein Tag voller Freude und Spaß, voller Energie. Wie willst du dich heute fühlen? Wie soll dein Tag heute sein? Hast du diese Bestellung heute Morgen mal, nachdem der Wecker geklingelt hat, mal ganz ehrlich, hast du sie wirklich aufgegeben? Oder, und ich möchte dir kein schlechtes Gewissen hier jetzt machen, sondern ich möchte wirklich ein Reminder an dein Mindset damit jetzt mal machen, dass es wirklich darum geht, dran zu bleiben und jeden Morgen auf ein Neues die Bestellung beim Universum abzugeben. Wie soll dein Tag heute werden? Wie willst du es haben? Und das Universum liefert. Solange wir natürlich morgens einfach aufstehen, in den Tag hineinfallen, gewohnheitsmäßig ins Badezimmer gehen, gewohnheitsmäßig in die Küche, an den Kühlschrank, gewohnheitsmäßig aus dem Haus stürzen, am Arbeitsplatz hocken oder keine Ahnung, was auch immer machen. Solange zieht das Leben an uns vorbei. Wir sind nicht bewusst. Dann entscheiden andere über uns. Und das ist doch nicht der Sinn und Zweck des Lebens. Der Sinn und Zweck des Lebens ist doch das, was du dir mal vorgestellt hast, als du hier auf diese wunderschöne Welt gekommen bist. Deine Pläne, deine Ziele, deinen Seelenplan. Es war alles möglich für dich. Du wolltest hier ein wunderbares Leben dir erschaffen. Du wolltest wunderbare Tage, Monate, Wochen, Jahre erleben. Du wolltest hier Spuren hinterlassen. Und deshalb nochmal dieser kleine Reminder ans Mindset. Ich weiß, wie es inzwischen ist es so, wie sagt man so schön, in Fleisch und Blut übergegangen. Aber ich weiß, wie es mir noch vor einigen Jahren ging, als ich diese Themen erfahren habe und es trotzdem nicht umgesetzt habe oder geglaubt habe, jo, wenn ich das mal mache, ein paar Mal, dann ist es gut, dann funktioniert das schon. Oder ja, nach einer Weile mir dann gesagt habe, ja, funktioniert bei mir nicht oder solche Dinge. Ich kenne das alles. Und deshalb wollte ich dich einfach mal nochmal wachrütteln. Wie bist du heute in den Tag gestartet? Wie bist du heute in den Tag gestartet? Hast du die Bestellung beim Universum abgegeben, wie dein Tag heute sein soll? Wenn nicht, dann nimm es jetzt noch nach. Überleg dir, wie soll dein Tag heute werden? Wie möchtest du es heute haben? Welche Energien dürfen dich begleiten? Was darf heute in deinem Leben sich zeigen? Wie soll dein Tag heute sein? Mach das jeden und jeden Tag auf ein neues. So wie du auch vielleicht jeden Tag einkaufen gehst oder keine Ahnung was. Lass das als festen Bestandteil in dein Leben fließen, morgens beim Aufwachen zu bestellen, wie soll dein Tag heute sein?
Und solltest du jetzt wirklich merken, oh, ich bin ja doch schon wieder ganz arg zurück in andere Muster gefallen, ich bin schon wieder am Zweifeln, ich bin schon wieder am Denken, bei mir funktioniert das nicht, oder ich bin am Denken, naja, bei mir ist das anders, bei den anderen mag es vielleicht gehen, aber bei mir ist das anders, dann wäre jetzt wirklich noch der Zeitpunkt, einem ersten Impuls des Herzens zu lauschen und noch zu Sabrina, Bob Proctor und mir ins Programm zu kommen, weil das sind genau die Dinge, die du da lernst, wie du ständig dein Mindset wirklich auf Kurs hältst, damit du dir dein Leben endlich so gestaltest, wie du es wirklich möchtest, beruflich, gesundheitlich und privat. Bitte, das sind Dinge. Weiß, der Kopf sagt jetzt gleich, wie sollten das funktionieren? Bei mir geht doch das nicht, weil, 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 weil. Oder ich muss zuerst mal noch gesund werden, ich muss zuerst eine andere Energie kommen oder die Kinder müssen erst noch groß werden oder dies muss noch erst geschehen und das muss noch erst geschehen. Weißt du, was währenddessen geschieht, während du weiter so denkst? Eines geschieht, dein Leben zieht an dir vorbei. Sorry für die Offenheit, aber ich möchte dich wirklich wachrütteln. Und wenn du jetzt wirklich so in dir spürst und sei ehrlich zu dir und du hast die Dinge, die wir die letzten Tage hier besprochen haben, wirklich nicht so umgesetzt, wie du es hättest umsetzen können, damit du auch wirkliche Resultate erzielt hättest. Damit du jetzt in dieser einen Woche schon gemerkt hättest, wow, da tut sich ja schon wirklich was. Dann ist das wirklich das Indiz dafür, dass es wirklich, wirklich Sinn macht, dass du dich an die Hand nehmen lässt von Sabrina, Bob Proctor und mir, dass wir da gemeinsam das nächste halbe Jahr durchstarten, dass du wirklich dein Leben mal auf das nächste Level bringst, auf das Level bringst, das du wirklich haben möchtest. Beruflich, privat und auch gesundheitlich. Diese drei Dinge greifen immer ineinander. Die sind nie voneinander zu trennen. Okay? Also, lausch auf den ersten Impuls, wenn du noch mit uns durchstarten möchtest. Das Programm hat letzten Freitag begonnen. Halbes Jahr intensive Begleitung durch Sabrina, Bob Proctor und mich. Es ist sogar ein Live-Call mit Bob Proctor dabei. Ansonsten gibt es einmal im Monat Live. Gruppencalls, eine geheime Facebook-Gruppe. Du bekommst persönliche Zugangsdaten zum Proctor Gallagher Institut. Und dann lass uns gemeinsam dein Leben auf den Level bringen, den du wirklich haben möchtest. Okay? Ich poste dir den Link nochmal jetzt hier in die Kommentare rein. Gib noch deine Bestellung beim Universum ab. Wie willst du es heute haben? Und dann lass uns gemeinsam durchstarten. Lausch auf den ersten Impuls und bitte verwechsel nicht wieder Bauchgefühl, das dann vielleicht sagt, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt oder passt jetzt gerade nicht vom Geld oder was auch immer. Das ist nicht dein Bauchgefühl, das ist der Kopf, das ist definitiv der Kopf. Der erste Impuls kommt aus dem Herzen und wie du das auch testen kannst, ist, indem du dich fragst, wenn Zeit und Geld jetzt keine Rolle spielen würden, würde ich es dann machen? Und da ein klares Ja kommt, dann mach's, dann entscheide dich und alles andere folgt daraus. Das Universum ist an deiner Seite und freut sich, wenn es was zu tun hat. Wenn du mal Klartext auch mit dem Universum redest und dem Universum sagst, die Bestellung aufgibst, wie willst du es haben? Weil das ist genau das, was du dir mal vorgenommen hast, als du hierher gekommen bist. Du wolltest dir dein Leben so erschaffen, wie es zu deinem Herzen passt, wie es zu deinem Seelenplan passt. Du wolltest hier dein Ding machen, du wolltest hier Spuren hinterlassen, du wolltest deine Botschaft in die Welt hinaustragen. Lass es uns gemeinsam anpacken. Alles Liebe. Ciao.